Ich glaube, darum liebe ich meinen Job auch so sehr. Also ich liebe das Dekorieren, ich liebe das Fotoshooten, aber ich liebe auch das Produkte anlegen im Shop. Es ist einfach alles Freude pur, ich kann es nicht anders sagen. Und ich freue mich natürlich auch sehr, dass ihr mich unterstützt mit euren Bestellungen und dass ihr meine Videos anschaut und dass ihr mir immer so aufmunternde Worte schreibt. Und es ist einfach schön. Also Küsschen an euch und ein Küsschen an, ja, oder ein ganz, ganz großes Lob an euch, an meine Community. Ihr seid einfach mega und es macht so Spaß, euch in meinem Alltag mitzunehmen, euch auch mal Blick hinter die Kulissen zu schenken. Das ist nicht selbstverständlich, aber ich mache das gerne für euch und deshalb, ja, freut es mich einfach sehr. Hallöchen! Heute gibt es mal wieder einen Mittag im Kreativatelier. Ich bin gerade am Produkt-Shooting, denn tolle neue Rost-Greeneries sind eingetroffen. Und nicht nur rostig, sondern auch ein bisschen Messing, Metallic. Auf jeden Fall wunderschöne Dekos. Die shoote ich jetzt gerade für den Online-Shop. Und das letzte Video, ein Mittag im Kreativatelier, ist so toll bei euch angekommen. Da habe ich gedacht, da machen wir uns einfach eine neue Reihe draus, oder? Wundert euch nicht über mein Outfit, ist heute mein Arbeitsoutfit. Und ich glaube, ich mache mal die Türe jetzt zu, denn die Vögel zwitschern doch recht laut im Hintergrund. Es ist zwar schön, aber nicht, dass ihr dann Störgeräusche habt. Das möchte ich nicht. Ja, und ich wollte euch heute einfach mal wieder ein bisschen mitnehmen in meinen Arbeitsalltag. Ich habe mir jetzt heute Mittag vorgenommen, die neuen rostigen Osterprodukte neu zu shooten. Ich habe nämlich nicht nur tolle Osterprodukte aus Rost bestellt, sondern auch noch wunderschöne Frühlings- und Sommerdekos. Aber da Rost so das nächste Highlight, nicht Rost, Ostern ist das nächste Highlight im Kalender und deshalb müssen jetzt erstmal die Osterprodukte online. Ich hole euch nachher gleich mal ein bisschen näher her, dann könnt ihr es euch auch angucken, was ich Schönes dekoriert habe und was es Neues gibt. Und was ich jetzt aber als Nächstes mache, wartet mal, ich nehme euch gerade mal mit. Ich stelle euch jetzt einfach, hoppala, ja, hier ist immer was los, ich stelle euch jetzt gerade mal hier so rüber. Mein nächstes Projekt ist, schaut mal, ich möchte diesen Tisch hier im Eingangsbereich neu dekorieren. Der steht jetzt momentan noch voll mit neuer Ware. Einmal mit den tollen neuen Alubrunze-Häschen, einmal in groß und klein, die sind auch schon online. Und die Gläser, die werde ich jetzt noch fotografieren. Das sind so Deko-Windlichtgläser mit ganz, ganz tollen Metallblüten. Was ich jetzt aber als Erstes mache, es muss erstmal alles weg. Auch diese winterlichen Kränze kommen weg und die Tanne sowieso. Und dann wird der Tisch hier neu aufdekoriert. Und ich habe gedacht, ich nehme euch heute ein bisschen mit. Machen wir hier erstmal Platz. Es wird auf jeden Fall wieder ein bisschen wild wie immer. Und ja, aber so wie ihr es eben von mir kennt, gell? Ach ja. Das war ein toller Bestseller jetzt vor Weihnachten, gekommen um zu bleiben. Kann ich euch nur ans Herz legen. Ein wunderschönes Buch zum Schmökern und aber auch um sich zu inspirieren. Stellen wir das mal hier rüber. Ich muss jetzt gerade mal gucken, wie wir es hier so machen. Ich werde jetzt mal einen Teil von den Häschen erstmal hier rüber ins Regal stellen. Die müssen jetzt auch gar nicht so perfekt dekoriert sein. Ich möchte jetzt einfach erstmal nur hier den Tisch freiräumen. Schon ist der Tisch abdekoriert. Ich gestalte meine Produktfotos immer so, dass ich einmal dekorierte Bilder natürlich mache, damit ihr schon so ein bisschen Inspiration habt. Aber ich shoote auch immer einmal nur so das reine Produkt. Zwar nicht immer, aber fast immer. Ausnahmen bestätigen die Regel. Das ist mein Spruch, gell? Den kennt ihr schon von mir. Also schaut mal, die gibt es ja immer in klein und groß. Oh, die sind einfach so, so, so mega schön. Jetzt habe ich schon wieder die Tür offen gelassen. Ich habe gerade noch ein Kränzchen rausgehängt.
hört ihr die Vögel zwitschern? Die sind einfach so toll. Also, jetzt gucken wir mal. Und beim Einkauf achte ich wirklich darauf, auf Plastik zu verzichten. Polyresin ist ja auch Plastik und so viele tolle, schöne Dekoartikel sind aus Polyresin, aber die fallen bei mir einfach durchs Raster, die nehme ich nicht. Aber hier haben wir jetzt Metall und Glas, also eine ganz, ganz tolle Kombi. Jetzt hole ich schnell mal meine Kamera, dann machen wir hier das erste Foto und dann werde ich die noch dekorieren. Obwohl ich ja schon auch finde, dass die so auch richtig... Ich zoome euch mal ein bisschen hin, dass die ja so auch schon richtig, richtig schön sind und gut wirken. Schaut mal, sind die nicht toll? Ich muss mal gucken, wie es mit dem Hintergrund geht, weil wir haben ja hier auch noch die blaue Metallwand. Das sieht ganz gut aus. Das kann man. Doch, das passt gut. Stehe ich wahrscheinlich mit dem Rücken zu euch, gell? Einmal Schneeglöckchen. Ihr könnt die Köpfe auch ein bisschen biegen, nach oben, nach unten. Und das hier sind, ach, ich weiß es jetzt gerade gar nicht. Veilchen sind es nicht, oder? Von der Farbe her zwar schon. Und ich finde die einfach so apart, so richtig, richtig schön. Ich kann mir die auch wirklich gut auf dem Holztablett vorstellen. Schaut mal, wie toll die mit Naturtönen harmonieren. Und dann entweder eine Kerze rein oder ihr benutzt das Ganze als Vase. Ein bisschen Heidelbeere, ein bisschen Eukalyptus. Mega, wirklich mega. Ich bin begeistert. Ich bin begeistert. Genau, das wollte ich jetzt noch ausdekorieren und noch dekoriert shooten. Und jetzt nehme ich euch aber mal noch kurz hier rüber mit, denn da wollte ich euch noch die schönen Rostprodukte zeigen, die ich vorher noch geshootet habe. Schaut mal, da haben wir einmal die Hasenschale in klein und in groß. Und so habe ich es mal ausdekoriert. Ganz klassisch, erstmal mit Bollenmoos, ein bisschen Wachteleier und Perlhundfedern. Und in die große Schale, das ist diese hier, in die große Schale, da passt richtig, richtig gut ein Mooskränzchen rein. Ich habe ja die 20 cm Rohlinge da und schaut mal, der ist mit Moos gebunden und dann mit Orlenfrüchten bestückt und die passen perfekt in die große Hasenschale. Straußenei dazu oder auch nicht, je nachdem, wie es euch gefällt und fertig ist die Deko. Also ich liebe es wirklich sehr. Was ich auch noch geshootet habe, das ist hier hinten, ich kippe euch mal ein bisschen. Das sind hier die schönen Hasenstecker. Die könnt ihr draußen im Balkonkasten stecken oder wenn ihr vielleicht jemandem eine Pflanze schenkt, einfach so in die Pflanze mit dazu oder eben in euer Greenery-Arrangement, das ihr zu Hause stehen habt. Und dann gibt es noch das tolle Huhn und der tolle Hahn. Also ich muss dazu sagen, alles mega hochwertig gefertigt, made in Germany, aus wirklich dickem Stahl oder Metall. Und das ist wirklich, macht qualitativ echt was her. Ihr könnt die auch jahrelang draußen stehen lassen, bis die mal durchrutschen. Das geht echt lang, weil die wirklich aus richtig einer dicken Platte gefertigt wurden. Ja. So weit sind wir jetzt. Also ich dekoriere jetzt noch drüben die Windlichtgläser und shoot die. Und ich hoffe, euch hat es heute Spaß gemacht, mich hier wieder ein bisschen im Atelier zu begleiten. Ich kann euch eigentlich noch mal was zeigen. Kommt mal mit. Kommt mal mit. Wir schwingen uns hier rüber. Genau. Und zwar schaut mal. Die fotografieren wir auch noch. Ich habe hier total süße Hasen, Hasenboxen, Hasenschachteln, kann man so sagen, Hasenschachteln gekauft. Die sind aus Pappmaché
Und da könnt ihr was Schönes reinfüllen und dann verschenken. Entweder an Kids, aber natürlich auch an Erwachsene. Ich persönlich würde mich mega zum Beispiel freuen, wenn ich so ein grünes Häschen geschenkt bekomme. Und dann mache ich es auf und dann ist da ein Ring drin oder eine tolle Kette. Uiuiuiui. Das kann ich mir richtig, richtig gut vorstellen. Also in drei Größen. Farblich sind sie helles Grün, ein bisschen dunkleres Grün, aber immer in einem schönen Olivton. Ja, das ist nun mein heutiges Projekt. Noch die Gläser dekorieren, die Häschen shooten und dann ist natürlich noch nicht getan. Denn wenn dann geshootet ist, dann werde ich die Bilder hochladen und dann die Produkte anlegen. Aber das ist so ein bisschen ein Prozess, den mache ich total gerne. Ich glaube, darum liebe ich meinen Job auch so sehr. Also ich liebe das Dekorieren, ich liebe das Fotoshooten, aber ich liebe auch das Produkte anlegen im Shop. Es ist einfach alles Freude pur, ich kann es nicht anders sagen. Und ich freue mich natürlich auch sehr, dass ihr mich unterstützt mit euren Bestellungen und dass ihr meine Videos anschaut und dass ihr mir immer so aufmunternde Worte schreibt. Und es ist einfach schön. Also Küsschen an euch und ein Küsschen an, ja, oder ein ganz, ganz großes Lob an euch, an meine Community. Ihr seid einfach mega und es macht so Spaß, euch in meinem Alltag mitzunehmen, euch auch mal Blick hinter die Kulissen zu schenken. Das ist nicht selbstverständlich, aber ich mache das gerne für euch und deshalb, ja, freut es mich einfach sehr. Wir sehen uns im nächsten Video und bis dorthin, bleibt kreativ, seid kreativ, eure Mrs. Greenery.